So, heute steht Bankdrücken an. Und dazu muss ich sagen, also bis auf gewisse Basics ist Technik da schon auch sehr individuell. Und es gibt da meiner Meinung nach grundlegend zwei Techniken. Die eine Technik ist, was ja, überwiegende Teil macht halt mit Tucked Elbows. Ungefähr über Schulter starten und dann mit einer bisschen horizontalen Bewegung runtergehen bis aufs Sternum unter die Brust und dann in der J-Curve wieder hochpressen mit Tucked Elbows. Vielleicht dann bei der, wenn man hier oben ist, ein bisschen Flair. Aber die andere Methode ist, die auch einige machen, ist tatsächlich, also das mit dem Tucked Elbows und so weiter, das ist auch gut für einen relativ engen Griff. Aber es gibt auch die Methode mit einem sehr breiten Griff und wo die Ellbogenbögen schon ganz am Anfang flared sind und wo man nicht über den Schultern startet, sondern direkt schon über der Brust startet, sodass man nicht von hier ein bisschen nach unten muss, sondern man startet über der Brust und geht dann wirklich so runter und auch relativ so wieder hoch, ein bisschen Jack-off, ganz angedeutet. Also ist auch eine legitime Bankdrücktechnik und ich werde jetzt nochmal beides für mich ausprobieren und was für mich besser funktioniert, weil ich habe das Problem bei der Taktgeschichte, ich kriege den Lat zwar aktiviert, aber mit Aufwärmsätzen, aber bei der Übung selbst, ich denke, der ist dann auch aktiviert, der Lat, aber mein Lat ist momentan wirklich sehr krüppelig, weil ich den bisher nie aktiviert hatte. Bankdrücken. Also spezifisch für die Bewegung ist da überhaupt eine totale, komplette Schwachstelle, kannst du vergessen. Also ab einem gewissen Gewicht, spätestens ab einem gewissen Gewicht, vielleicht sogar von Anfang an, kriege ich den nicht mit rein und dann geht einfach alles auf Arme. Und mit der Geschichte könnte das ein bisschen besser funktionieren. Ich muss es einfach ausprobieren. Ach so, ich wollte was ausprobieren, was die Jennifer Thompson vorschlug. Hier so ein Teil unter den unteren Rücken, einfach nur um das Archen aufzuwärmen. Genau mit der Methode, wo die Elbows von Anfang an flared sind und man über der Brust startet statt über den Schultern, da ist auch eine stärkere Arch erforderlich. Also im Prinzip, ich rutsche jetzt auf der Bank, also habe jetzt also keine Arch, ist ja nur Aufwärmsatz. Im Prinzip versuche ich nicht die Hantel zu biegen, aber mit den Lats so reinzugehen. Dann startet man relativ über den Schultern und geht halt so runter. Genau. Und die andere Methode wäre, ich bin ja schon im breiten Griff, egal. Bisschen breiter geht noch, wenn ich den Ring hier sehe. Moment, da ist der Ring. Dann startet man hier, hat die Elbows flared und macht relativ gerade. Das würde auch gehen. Okay, ich hebe mal die Automatte auf die Bank, damit ich nicht wegrutsche. Das ist auch ein sehr rutschiges Material hier. Und wärme mich nochmal richtig auf. Also ich habe gerade meine Lats problemlos aktiviert gekriegt, auch ohne die aufzuwärmen, einfach durch den Cue, dass ich die Hantel nicht einfach nur so mit den Handgelenken versuche zu biegen, sondern wirklich mit den Lats. Sofort merke ich in den Lats. So, und dann ist da Spannung drauf. Trotzdem hat sich die andere Variante mit den von Anfang an Flared Elbows und über der Brust starten irgendwie besser angefühlt. Aber ich kann es noch nicht abschließend sagen. Das muss ich erstmal bei gewissem Gewicht dann auch ausprobieren.
Ich mach mal jetzt engen Griff. Jetzt mache ich weiter Griff und die andere Technik. Ich glaube, ich versuche doch weiterhin das Takt, also mit weniger breiten Griff und eingedrehten Ellbogen. Ich glaube, das verfolge ich jetzt weiterhin erstmal. Handgelenk ist noch nicht regeneriert. Deswegen war das jetzt sehr krüppelig. Wie es aussah, noch vom Gefühl her. Puh. Schon besser. Aber jedes Mal nach einer Wiederholung denkt mein Körper, nein, kein Bock. Noch eine zweite oder dritte. Also wenn ich die Handgelenke so mache, also nach hinten kommen lasse, da habe ich das Gefühl, die brechen mir weg. Also so ist echt deutlich angenehmer, obwohl das nicht unbedingt richtig ist. Ja, versuche ich gleich mit Handgelenksbandagen. Und nach hinten geklappte Handgelenke, da ist die Hantel dann besser über dem Handgelenk, also oder besser, ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt das eine bessere Linie zu den ganzen Gelenken, so dass man halt mehr Kraft aufwenden kann. Aber da ich das zum ersten Mal so gemacht habe, die es nicht gewohnt sind, brechen mir die quasi gefühlt weg. Dann muss ich doch mal Bandagen tragen.
Ich krieg den LUT wieder nicht aktiviert, weil ich auf so viele Sachen achte. Und dann bin ich halt schon total in der Bewegung drin, will nicht zu lange warten, wenn die Hantel über mir ist. Und dann versuche ich noch irgendwie Bar zu benden mit LUTs, aber dann, ich weiß nicht, kriege ich da nicht mehr hin. Deswegen mache ich gleich nochmal mit demselben Gewicht. Ich mache den Bewegungsablauf auch möglichst kontrolliert und dadurch langsam, damit ich halt genau alles beobachten kann, merke, wie sich was verändert, shiftet, ob alles noch stimmt, Spannung stimmt. Ist halt Übung, was ich jetzt quasi mache. Aber ich kann halt nicht so stark archen jetzt. Also nur sehr wenig, weil ich immer noch ja, vom Schiefhals, der Nacken ist immer noch richtig steif, also relativ steif. Und da kann ich ja nicht so viel Spannung drauflegen. Ich habe auch die ganzen Sätze davor vergessen, richtig zu bracen, richtig Spannung aufzubauen im Core. Einfach, weil ich so viel beachte gerade. Aber diesmal, das habe ich mal gemerkt, eine Aufwärtsbewegung, wie ich so ganz, ganz leicht spüre, bei 130 Kilo ganz leicht, wie die Ellbogen sagen, ja, könnte jetzt auch gerne mal ausbrechen und wie ich dann halt gegensteuern, gegenwirken kann und die drin behalte. Bei dem Gewicht merkt es halt nur ganz leicht, aber das bringt jetzt schon was, um das zu schulen. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach noch 5 Kilo draufpacken und nicht höher gehen heute als 140. Heute ist kein Maximalkrafttag, sondern so ein mittleres Training. Weil ich jetzt auch wieder lange kein Bankdrücken gemacht habe. Also es war in letzter Zeit einfach sehr viel Stress, sehr viel Termine, sehr viel Erledigung. Und gerade in den Rauhnächten ist so viel zusammengekommen. Da sagt alles irgendwie von oben, das mal runterfahren, weniger machen, zumindest einmal im Jahr für ein paar Tage. Und das habe ich immer bei den Rauhnächten schon immer gehabt, auch als ich noch gar nichts davon wusste. Die Zeit zwischen der Zeit, dass ich da immer mich so zurückgenommen habe und eher spaßigere Dinge gemacht habe, wie zocken oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ruhen, viel ruhen. Und jetzt nach so viel Ruhe und so lange wieder kein Bankdrücken, also wahrscheinlich 7-8 Tage nicht. Fange ich jetzt nicht wieder mit einem schweren, einer schweren Geschichte an. Das kann immer alles passieren. Wenn ich jetzt noch drei Sätze mit 140 Kilo mache, die sind super gut, kann es sein, dass ich dann auf 150 gehe. Aber ich glaube eher nicht. Leg Drive ist heute auch nicht drin, wegen den ganzen Kniebeuge-Geschichten. Aus den Beinen kann ich jetzt nicht mehr wirklich was rausholen.
meine Schultern gefällt das nicht so ganz, dieser Bewegungsablauf. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie ich das verbessern soll. Ich muss das mal auf dem Video angucken. Es hat sich jetzt auf jeden Fall nicht gut angefühlt, noch mehr Wiederholungen zu machen. Aber trotzdem, ja, jetzt hat sich das eher so angefühlt, als wäre es besser. Ja, jetzt habe ich mich halt richtig krass aufgewärmt gefühlt durch den Satz davor. Dadurch war es jetzt deutlich einfacher als der Satz davor, obwohl es jetzt 6-7 Kilo mehr Gewicht sind. Aber deutlich einfacher. Und deswegen werde ich jetzt doch noch mal ein paar Kilo zumindest hochgehen. Weil jetzt bin ich erst wirklich aufgewärmt. Also das muss man halt immer gucken, wie der Körper gerade drauf ist und wie er respondet. Deswegen habe ich jetzt nur eine Rep gemacht. Also ich werde einfach versuchen, wie sich die 154 Kilo jetzt anfühlen. Wenn die sich gut anfühlen, ist gut. Wenn nicht, gehe ich wieder runter vom Gewicht. Ich werde jetzt aber so leichte Wraps nehmen, also jetzt keine Kniebeugebandagen oder so, solche Geschichten, sondern wo man nur einmal oder zweimal mit sehr stretchigem Material drum geht, weil ich mich dann einfach jetzt sicherer fühle psychologisch und weil mir die Teile eh zu groß sind. Also ich kann ja einfach so sliden und das war's. Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen Pump im Bizeps. Davor kann ich einfach so mit einem Tag drüber. Das ist halt viel zu locker. Das bringt eigentlich fast gar nichts. Deswegen werde ich dann noch diese Wraps drum wickeln, einfach für ein bisschen Stabilität in den Ellbogengelenken und psychologische Sicherheit. Was ich noch sagen wollte, ja, wir haben jetzt dunkel, wir sind abends, ich habe heute nichts gegessen. Habe aber auch ein bisschen länger geschlafen, weil ich nachts viel gemacht hatte, gearbeitet. Jedenfalls bin ich gerade ein bisschen am Abnehmen, weil ich war bei 129 Kilo. Aber jetzt mache ich ja sehr viel Technikübungen und das geht mit Balken nicht einher. Ich kann keinen 6000 Kalorien Balk machen und dann keinen entsprechenden Reiz setzen, sodass die Kalorien auch genutzt werden könnten. Jetzt bin ich schon wieder auf 125,5 runter. Innerhalb von ja, 6 Tagen oder so. 6-7 Tage. Genau, mal gucken. Der Körper will dann wieder halt auf die 125, 126 runter. Das heißt, das Bulking, das muss ich verschieben. Genau, wollte ich noch was sagen? Ach, ich habe auch gemerkt, wenn ich halt relativ stark tacke, muss ich wirklich einen engen Griff nehmen. Ich habe halt gerade gemerkt, dass ich total Power Leak habe, also dass ich fast keine Power hatte, besonders im linken Arm, glaube ich. Da muss ich tatsächlich den kleinen Finger auf die Ringe nehmen, um halt wirklich aus den Nuts, damit der Winkel irgendwie, damit es irgendwie stärker vom Winkel in die Lats geht, wenn das jetzt so seitlich in die Lats geht. Da habe ich dann, kann ich nicht aus dem Latt so rausschießen, weil die Technik ist ja mit dem Tacken, dass man den Latt auflädt und dann so da raus throwt, also wirft. Also nicht, dass man einsinken lässt, das machen natürlich auch manche, aber dass man einfach auflädt wie ein, wie eine Spindel, wie heißt das, wie eine Feder und dann release. Und wenn ich das halt aus so einem Winkel mache und dann seitlich die Energie seitlich raus ausrichte, dann habe ich halt nicht so eine große Power, als wenn ich das halt so gerade und parallel rausballere in der geraden Linie. Habe ich zumindest bei mir jetzt gemerkt, deswegen mit der Technik werde ich das dann mit dem Engel versuchen. Ja, ich mache kurz die leichten Bandagen drum und dann kommen wir zur Sache.
Also ich merke, dass ich, wenn ich die Wrist Wraps so hart auf Spannung, also maximal auf Spannung mache, dass ich nicht in die richtige Wrist Position komme. Erkläre ich gleich. Also, ich hing jetzt die ganze Zeit in der oberen Position, weil die Wrist nicht da, besonders das linke Handgelenk nicht dahin wollte, wo es hin will, optimalerweise. Und also auch wenn ich die noch hier, also nicht so nach hinten gebeugt habe in oberen Position, sondern so, kommen die bei mir manchmal heruntergehen so. Aber ging nicht, weil ich die ja schon in der falschen Position gewickelt habe. Ich habe die halt so gewickelt und nicht so. Deswegen kam ich nicht hier hin, deswegen war es irgendwie blöd. Dann habe ich mich trotzdem irgendwie dazu gezwungen. Also, das ist jetzt auch nochmal eine Sache. Jetzt, wo ich Wrist Wraps benutze und den Griff halt ändere, dass ich nach hinten gehe mit den Gelenken, dann muss ich auch entsprechend in der Position wickeln. Das war gerade ein bisschen unangenehm. Dann versucht das hinzukriegen, aber ging nicht. Ich wusste erst nicht, woran es lag, weil ich dann nicht so viel darüber nachdenken kann, während ich relativ schnell das Gewicht bewege, aber jetzt weiß ich's. Ja, es war eigentlich klar, als ich gesagt habe, ich werde nicht über 140 gehen und gehe jetzt doch wieder auf 174. Das gerade hat sich wirklich sehr leicht angefühlt. Es war mit dem Wrist Wrap halt noch ein Problem. Aber ich habe mich halt nochmals aufgewärmter gefühlt von allen beteiligten Muskelgruppen. Deswegen war das nochmals einfacher. Mach's aber trotzdem sehr kontrolliert und langsam, gar nichts mit Schnellkraft, auch keine Schnellkraft aufgewärmt. Ich muss trotzdem irgendwo halt Technikübungen drin haben. Ich mach's halt die ganze Zeit. Was ich auf jeden Fall sagen wollte. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, es geht jetzt aber nicht mehr auf die Schultern und auf die Ellbogen bei mir. Also merke ich jetzt nahezu gar nichts. Und zwar habe ich jetzt noch eine Anpassung gemacht. Bisher haben alle immer gesagt, so in Videos und so, Retract Shoulders, also Schulter nach hinten. Und später habe ich dann noch dazu gelernt, auch Schulter nach unten. Und jetzt auch noch eine entscheidende Sache. Anstatt, also wenn ich jetzt einfach Schulter nach hinten mache, dann nach unten, dann kann ich ja immer noch flären und dann drehe ich ein. Nee, sondern nicht nur die Ellbögen tacken, sondern die Schultern tacken, also die Schultern quasi eindrehen. Und dann kommt der Latt nämlich raus. Ich habe einen mega kleinen Latt, deswegen sieht man da nichts außer ein bisschen Speck. Aber das ist halt ein Unterschied, also wenn ich einfach nur so mache, die Ellbogen tacke oder halt die Schultern eindrehen, den Latt rausholen. Und jetzt spüre ich den halt wirklich zum ersten Mal beim Benchpress und der nimmt halt total viel Spannung von den Schultern weg. Boah, also mein Rücken hat gerade einen richtig krassen Pump. Das hatte ich noch nie bei Bankdrücken. Also er hat einen viel krasseren Pump als meine Schultern oder meine Brust. Man sieht eh nur Speck, aber extrem Pump im Rücken. Also in Brust hingegen fast nichts. Und Schultern eigentlich auch nichts. Ich glaube, das ist gut. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Dann mache ich eine Minute Pause noch und versuche gleich 174. Das Schlimmste sind die Hamstrings, das habe ich gerade schon gemerkt. Mit der Russenhocke habe ich das bisher nie aufgewärmt gekriegt. Aber wenn ich mich jetzt gegen die Wand lehne, das habe ich jetzt gemerkt beim Kniebeugetraining, wenn ich mich nämlich festhalte, sondern wenn ich die Knie nicht nach vorne kommen lassen bei der Beuge, sondern die Hüfte nach hinten, dann merke ich extreme Spannung auf den Hamstrings. Und wenn ich mich an der Wand lehne, kann ich das ganz gut auf diese Art und Weise machen, dass die Knie nicht nach vorne kommen und dann kann ich die Hamstrings dehnen. Davor in der Russenbeuge habe ich halt nie irgendwas in den Hamstrings gemerkt, deswegen hat das nie funktioniert bei mir und deswegen habe ich immer Hamstring-Krämpfe gekriegt. Aber jetzt weiß ich, wie ich das gedehnt kriege. Das ist irgendwie alles zu groß geworden. Die Kniestulpen, die sowieso sind ganz billige. Aber auch die Pro-Knee Sleeves vom Strength Shop sind mir eine Nummer zu groß. Die hier sind zu groß. Das Singlet ist extrem locker zu groß. Bringt also alles gar nichts.
Aber ich mache halt die leichten Webs gleich wieder drum um die Endbögen. Ja, müsste gehen. Oh, die Teile umzulegen ist immer richtig nervig. Das alleine zu machen. Ist wahrscheinlich eben billiger China-Abklatsch und nicht die originalen von Larry Wheels. Ich habe bei AliExpress bestellt, also keine Ahnung. Besser. Nachdem ich diese Dinge angezogen habe, bin ich schon so fertig vom Puls her und alles. Keine Ahnung, aber da muss ich trotzdem schnell handeln, weil es nämlich die Blutzufuhr abdrückt. Aber wenn ich es weniger eng schnüre, bringt es gar nichts. Naja, den habe ich jetzt nicht so eng im rechten. Asymmetrie vorsummen. Ich konnte wieder links nicht richtig greifen. Ich weiß nicht, ob es die Wrist Wraps sind. Ich habe da kein Gefühl drin gehabt mehr. Ich konnte gar keine Kraft über die Handgelenke ausüben. Aber ich habe die diesmal nicht so eng gewickelt, die Wrist Wraps. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber nur links auch wieder. Obwohl auch beide gleich stark gewickelt waren. Das hat mich dann so rausgebracht, dass ich bei der Aufwärtsbewegung dann wieder aus der Technik rausgekommen bin. Das fühlte sich jetzt an wie Elbow Flare. Hamstrings beide haben sich gemeldet. Also gehe ich jetzt mit dem Gewicht wieder runter einfach und übe. So, eine erneute Premiere. Statt einfach noch höheres Gewicht zu erzwingen und dann halt nur raufzukrüppeln. Jetzt ein Dropdown-Set. Mit 30 Kilo weniger. Ziel ist erstmal moderat, 3 bis 5 Wiederholungen. Weil ich das noch nie gemacht habe. Muss ich den Körper auch erstmal dran gewöhnen. Und jetzt einfach wieder weiterhin einfach Technik üben. Und ja, ich denke gerade Handgelenk, das linke war komplett blutleer. Weil links hatte ich auch den Ellbogen-Wrap härter, also enger gewickelt. Und wenn hier das Blut halt abgewürgt ist, kommt es halt gar nicht mehr bis oben. Also es lag nicht an der Handgelenksbandage selbst, sondern am Ellbogen-Wrap. Ja, ich probiere das halt alles aus, bis wann was geht. Ich lote das alles aus, was optimal ist, und ja, dann weiß ich halt jetzt, wie ich das wickeln muss. So. Ist aber.
Ja, bei Schwergewicht, was nach dem One Rep Max ist, da hat man dann auch weniger Konzentration, sich komplett auf Technik zu fokussieren und sich darauf fokussiert, das Gewicht irgendwie wegzukriegen. Das alles möglichst schnell funktioniert. Trotzdem habe ich es halt sehr langsam kontrolliert runterkommen lassen. Das übe ich halt weiterhin. Es war maximal enger Griff, also ich hatte die kleinen Finger auf den Ring. Genau wie jetzt. Ich könnte mich jetzt halt zu zwingen, aber irgendwas stimmt mit meinem linken Handgelenk und Ellbogen nicht. Ich weiß nicht was. Ich habe da kein Gefühl drin. Also es lag weder an zu engen Wickeln der egal welcher Bandagen. Also irgendwas ist da einfach komisch, ich kann es nicht identifizieren. Es ist nur links. Ich habe da irgendwie gar kein Gefühl. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Von den ganzen Kniebeugegeschichten 3 Tage hintereinander. Es geht nämlich auf die Ellbogen. Deswegen will ich jetzt auch endlich mal die Safety Squat Bar bestellen. Ich gucke nur gerade, was ich noch dazu bestelle. Deswegen habe ich noch nicht bestellt. Weil das ist halt immer, kommt halt aus der UK mit Import, also Zollgebühren und 23% irische Mehrwertsteuer. Und Versandkosten, Zusatzgebühren, und da will ich dann schon einiges dazu bestellen, damit sich das auch lohnt. Da überlege ich gerade noch was. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Safety Squat Bar. Dann kann ich nämlich 1, 2 Tage nach einem schweren Kniebeugetraining auch wieder schwer oder sehr schwer Bankdrücken machen, weil die normalen Back Squats halt wirklich bei schwerem Gewicht auf die Ellbogen gehen. Daran liegt es. Und links ist es bei mir stärker gegangen auf die Ellenbogen, bei den Kniebeugen als rechts. Deswegen habe ich da gerade kein Gefühl. Also gar nichts, das fühlt sich ganz komisch an. Also nicht schlimm, keine Schmerzen, nichts. Aber halt so kein Gefühl von wegen Überlastung vielleicht oder so. Deswegen kann ich den Dropdown-Set jetzt leider nicht machen. Hätte ich das gewusst, konnte ich jetzt nicht wissen, dann wäre ich halt gar nicht auf 174 Kilo gegangen, sondern hätte direkt einfach mit den Weg weitergemacht, aber das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, das wäre an blutleeren Handgelenken zu stark gewickelt, aber daran lag es gar nicht. Ja, krass. Interessant. Also Brust bisher gar nichts, nicht mal aufgewärmt, wie immer. Schon besser als sonst. Aber weil es ja alles ein Gesamtzusammenspiel ist und ich halt andere Limitierungen habe, bei der Technik, bei Lat-Aktivierung, krampfende Hamstrings, allgemein der Bewegungsablauf und das erstmal das Nervensystem einbrenne, ist das jetzt halt noch nichts, was mit Hypertrophie oder Kraftsteigerung zu tun hat. Man muss es einfach akzeptieren, dass es gerade so ist und bei dem Gewicht bleibt und es keinen wirklichen Reiz macht. Hätte ich jetzt irgendwie Maschinen, Butterfly oder sonst was, konnte ich damit halt noch, weil ich habe halt extreme Kraft, die ich eigentlich jetzt rauslassen will, aber das Limitieren, Gelenke, wie man sieht, also das muss man alles ein krasses Management mit diesen Langhantelübungen. Und ich komme halt auch ursprünglich aus dem Maschinentraining. Ich hätte jetzt richtig Bock, halt so einen Reiz auf die Brust zu kriegen. Fleiß hasse ich, weil am Anfang extrem viel Spannung und oben halt gar keine mehr. Das mag ich überhaupt nicht, diese starke, extreme Schwankungen von Spannung und Anstrengung bei einer Übung oder bei einem Bewegungsmuster. Was ich mag, ist Kurzhantel Floor Press, aber da benutze ich quasi genau alles gleich wie beim Bankdrücken. Ich müsste jetzt tatsächlich, um halt einen Reiz auf Einzelmuskeln kriegen, die Brust isoliert trainieren. Schulter könnte ich jetzt halt.
separat trainieren. Das wäre jetzt kein Problem. Aber Brust ist halt das Problem. Naja. Trizeps ging auch. Aber ich akzeptiere es einfach, wie es ist. Keine Ahnung, was soll ich sonst machen?